Faultier, das aus einem Baumstamm geholt wird und das Wetter für die nächsten Wochen vorhersagen soll. Das kennen Menschen auf der ganzen Welt aus dem Film Und täglich grüßt das Murmeltier. Und den Brauch gibt's ja wirklich in den USA und dort ist heute Murmeltiertag. Aber eigentlich kommt die Idee aus Rheinland-Pfalz und deshalb wird am Sonntag der Murmeltiertag in Bockenheim an der Weinstraße gefeiert. Fast so wie im Film. Sprachwissenschaftler Michael Werner ist einer der Ideengeber. Herr Werner, in Bockenheim wird kein echtes Murmeltier befragt, sondern ein Stofftier. Warum? Ja, das ist richtig und auch angemessen, weil wir wollen ja keine echten Murmeltiere wecken. Es gibt ja welche in der Pfalz, aber die lassen wir lieber noch ein bisschen schlafen. Aber man könnte ja auch ein ausgestopftes nehmen. Man könnte ein ausgestopftes nehmen, aber das haben mir meine Töchter verboten, als wir die Idee hatten. Bei der ursprünglichen pfälzischen Tradition war es ja ein Dachs. Warum wurde da ein Murmeltier draus? Naja, die Auswanderer aus der Pfalz sind im 18. Jahrhundert nach Pennsylvania gegangen, haben ganz viel im Gepäck gehabt, ihre Sprache, ihre Gebräuche, Kultur, Essen und so weiter und auch den Brauch, den Dachs zu befragen am 2. Februar. Drüben gab es blöderweise keine Dachse, aber es gab jede Menge Murmeltiere und deswegen hat man sich darauf verständigt, Murmeltiere einfach zu befragen und es hat sich bewährt. Interessant ist ja, ich meine, das Ganze muss ja nicht so wirklich ernst genommen werden, aber der ursprüngliche Hintergrund in den USA war ja schon ernsthaft. Also die Deutschen wollten nicht so deutsch wirken dort. Also der allererste Ansatz war schon, den Brauch einfach aufleben zu lassen. Aber dann ging es richtig erst los 1933, kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Da haben sich die Deutschen in den Städten in Pennsylvania gesagt, wir müssen irgendetwas tun, um beides zu sein. Patriotisch-amerikanisch und gleichzeitig eine Chance zu haben, unsere Kultur zu pflegen. Und da haben sie sich gedacht, dieses Murmeltierfest wäre eine gute Idee, um das zu verbinden. Und das hat auch funktioniert. Man musste bei diesen Veranstaltungen Mundart sprechen, Pennsylvania-Deutsch, das ist dem Pfälzischen sehr ähnlich. Und gleichzeitig hat man dann den amerikanischen Flaggeneid gesprochen, hat gebetet und so weiter. Sie wollten zeigen, wir sind seit 300 Jahren in diesem Land und wir sind gute Amerikaner, auch wenn wir Deutsch sprechen. Und wenn Sie das jetzt feiern in Bockenheim, dann sieht es ja auch eher aus wie in Amerika als wie in der Pfalz, vom Outfit her, mit diesem Zylinder und so, ne? Ja, absolut. Also wir haben einen Hauptmann und der tritt wie in Amerika mit Frack und Zylinder auf und mit Fliege. Und man muss schon angemessen angezogen sein, wenn man das Murmeltier befragt, sonst bekommt man keine ordentlichen Antworten. So, und da sind wir bei dem entscheidenden Punkt. Also ich habe bei Ihnen rausgehört, Sie zweifeln ja durchaus an der Gültigkeit der Wettervorhersagen in den Medien. Also ich meine, ich vertraue ja dem SWR1 Wetterstudio, aber jetzt frage ich Sie, wie wird das Wetter? Weiß ich nicht, wir haben das Murmeltier noch nicht befragt, aber ich kann Ihnen sagen, die Quoten der letzten Jahre sind sehr gut. Wir sind immer so bei 50%. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen einen gelungenen Murmeltiertag am Sonntag. Da wird gefeiert in Bockenheim an der Weinstraße. Ich danke Ihnen schön, Herr Werner. Dankeschön, tschüss. Und hier kommt was Wichtiges für die Autofahrer.